Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich werde in diesem Video darüber reden, ob Minecraft stirbt, sage ich jetzt mal. Das Ding ist, da ich in letzter Zeit ein paar Posts in verschiedenen Foren, einmal im Hypixel-Forum und im Hive-Forum, über das Thema gelesen habe. Und ich fand das Thema an sich ziemlich interessant, da... Oh Gott. Da... Meiner Meinung nach, da sich meine Meinung ziemlich von anderen Meinungen unterscheidet, denn viele sind der Meinung, dass Minecraft in Anführungszeichen stirbt. Ich muss einmal sagen, dass ich es ein bisschen doof finde zu sagen, dass das und das stirbt. Meiner Meinung nach stirbt etwas erst, also ich habe da so meine eigene Denkweise, sage ich jetzt mal, wenn es komplett vergessen ist, wenn wirklich niemand mehr daran denkt. Also im Minecraft-Sinne bedeutet das, ein Spielmodus ist gestorben, wenn wirklich niemand mehr diesen spielt. Und dadurch, dass die Diskussion als allererstes in den TNT-Games, also TNT-Run, aufgetreten ist, war es für mich so, da ich mir gesagt habe, nö, finde ich nicht, weil TNT-Run ist ein Spielmodus auf dem Hypixel-Server, der immer noch ziemlich aktiv gespielt wird. Von auch sehr vielen Leuten und auch ich spiele immer noch TNT Run auf dem Hypixel Server. Natürlich werden es weniger, aber das liegt eher daran, dass es immer mehr neue Spiele auf dem Hypixel Server gibt. Und stellt euch mal vor, es gibt 5000 extrem aktive TNT Run Spieler. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich weiß es nicht. Und dann kommt Skywars raus auf dem Hypixel-Server und die Spieler auf dem Hypixel-Server, vielleicht 1000 davon, merken, oh, Skywars macht ja extrem viel Spaß und fangen an, das Spiel aktiv zu spielen. So verteilt sich das dann auf dem ganzen Server und so kommt es auch, dass viele dann das Gefühl kriegen, dass der eigene Spielmodus, ich sag jetzt mal, ausstirbt. Das finde ich ist ein riesengroßer Grund dafür und Minecraft ist ein Spiel, welches immer mehr gewachsen ist. Es ist gewachsen und gewachsen und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ist es eigentlich schon fast unfassbar, wenn man sich mal überlegt, dass der Rekord war ja glaube ich dafür, dass die meisten Spieler auf einem Server, das war glaube ich, oh Gott, also Mineplex hat ihm aufgestellt, ich habe das vor kurzem tatsächlich mal gegoogelt. Ich glaube, das war so 60.000 oder so. Können natürlich mehr gewesen sein, denn wenn man sich mal überlegt, dass es ab und zu zur Primetime schon fast normal war, dass auf Hypixel und Mineplex an die 40.000 Leute drauf waren, dann klingt das natürlich jetzt nicht allzu viel, aber man muss sich mal diese Menge vorstellen. So viele Leute, die auf einmal auf einem Server spielen, das ist halt echt schon eine heftige Sache. Ah, verdammt. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass halt viele diese Denkweise haben, dass dass Minecraft ausstirbt, denn es ist einfach so eine riesengroße Menge und nichts kann unendlich wachsen. Alles hat da auch mal ein Ende und ja, auch Minecraft hat da mal ein Ende. Das finde ich, sollte man einfach nicht vergessen und dann kann es halt sein, dass dann mal ein bisschen weniger spielen. Ein ganz großer Grund, der oft genannt wird, warum so viele Leute aufhören mit Minecraft, ist, dass es so viele Hacker gibt. Das ist tatsächlich der einzige Punkt, den ich irgendwo nachvollziehen kann, wenn man sich sagt, oh, es gibt zu viele Spieler, die unfair spielen können, es gibt so viele Spieler, die unfair spielen können, dann ergibt es für mich keinen Sinn, dann noch weiter zu spielen oder dann selbst anfangen zu hacken, was meiner Meinung nach das Allerdümmste ist, was man überhaupt machen kann. Denn indem man selber hackt, gibt man praktisch den Hackern recht. Man sollte eher dagegen vorgehen und die Hacker weiter reporten. Und selbst wenn die Hacker schreiben, dass es sie nicht interessiert. Ich habe über all die Zeit, in der ich auf Hive war, extrem viele Hacker reportet und es hat mir nie wirklich geschadet. Natürlich wird einem dann ein bisschen an Spielzeit fehlen, aber das kann man eigentlich verkraften und es ist doch eigentlich
nur nervig für einen Hacker, immer einen neuen Account reinzusetzen und auf dem weiterzuspielen. Und an sich, also ich selber verstehe den Spaß am Hacken nicht, denn das ist so eine Sache, man hackt praktisch, um anderen den Spaß zu nehmen. Also das ist einfach eine Sache, die absolut unfair und dreckig ist, wo ich mir so denke, das ist, was muss mit den Leuten los sein, die hacken? Also das ist einfach eine unverständliche Sache für mich, aber naja, das finden dann vielleicht ein paar voll cool und so, ich weiß es nicht. Hopp. Na, jetzt werde ich leider verfolgt. Ich meine, ich habe noch nie tatsächlich auch nur einen Hack-Client ausprobiert. Also ich kenne viele, die Hack-Client ausprobiert haben, die aber an sich nicht hacken. Die das einfach nur aus Spaß mal ausprobiert haben, um zu gucken, was das eigentlich so ist, was das so macht. Und viele Sachen sind einfach unerlaubt auf Servern, aber die benutzen das im Singleplayer oder so, um schneller voranzukommen. Und da finde ich es, keine Ahnung, das finde ich vollkommen in Ordnung. Man kann es gerne ausprobieren, man kann sich damit kleine Vorteile erhaschen, warum nicht, ne? Na, hä? Okay, der Typ hat die Knöpfe, glaube ich, nicht gefunden. Ja, Hacken ist einfach eine unverständliche Sache und ich denke, dass das schon sehr oft von Minecraft-YouTubern hoch und runter gekaut wurde. Und ja, vielleicht muss man darauf auch gar nicht mehr so arg eingehen. Naja. So, machen wir weiter nach einem kurzen Cut. Also, meiner Meinung nach ist Minecraft, es wird einfach kleiner und ich denke nicht, dass Minecraft sterben wird richtig. Ich denke, dass Minecraft vielleicht eine kleinere Community kriegt, aber ich denke, dass Minecraft immer weiter und weiter wachsen wird, bis es irgendwann einfach sehr, sehr klein ist. Die Server werden kleiner, aber ich bin einfach nur gespannt, wie die größeren Server dann damit umgehen. Ob die dann sagen, ja, wir werden immer noch weitermachen. Oder ob die dann, oh Gott, wie habe ich das jetzt geschafft? Denn dann ist ja praktisch die Einnahmequelle weg für die größeren Server. Ich schätze schon, dass es dann noch weitere kleine Server gibt, aber ich kenne einige kleinere Server, das sind gute Beispiele, die es schaffen, immer noch eine gute Spielerzahl, aber halt keine große, zu kriegen. Aber dadurch, dass die einfach gute Serverkonzepte haben, bezahlen die Spieler auch dafür, dass der Server weiter oben bleibt. Und das ist einfach pures Spenden. Das ist nicht irgendwie, weil sie dadurch dann die und die Rechte kriegen, sondern das ist einfach nur, ja, ich spende, damit es den Server noch länger gibt. Und das finde ich einfach eine wunderbare Sache und da bin ich gespannt, wie größere Server damit umgehen werden, wenn die halt wirklich langsam Probleme kriegen, weil es einfach nicht mehr so viele Spieler auf den Servern gibt. Vor allem die größeren Server, so Hive, Mineplex und was es da alles gibt, da bin ich sehr gespannt, wie die damit umgehen. Bevor ich das Video beende, möchte ich noch eine kleine Sache hinzufügen, die auch noch in dem Post, auf das ich das Video hier beziehe, ein Argument möchte ich da auch nochmal, ich sag es mal, meiner Meinung nach entkräftigen. Alle Posts im Hive-Forum, dazu werdet ihr natürlich in der Videobeschreibung finden. Die werde ich euch da alle verlinken, da könnt ihr euch tatsächlich meine Sicht und alle anderen Sichten dazu nochmal durchlesen. Genau, das Ding ist, dass auch gesagt wird, dass man schnell aus dem Spiel Minecraft auch herauswachsen kann, dass Leute aus dem Spiel herauswachsen, weil das Spiel ja nur auf Jüngere zugeschnitten ist. Und einmal ist es so, dass ich kenne einen Server, auf dem ich immer mal wieder aktiv bin und da immer wieder ein bisschen drauf spiele, der ist tatsächlich ab 18 Jahren. Also da werden der Server ist gezielt nur für Leute, die 18 und älter sind. Und das ist schon mal ein Indiz dafür, meiner Meinung nach, dass Minecraft nicht nur für Jüngere ist. Und das nächste ist einfach, Minecraft ist ein
wie ich auch gesagt habe, ein riesengroßes, ja, ein unendliches Spiel. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, ich bin da rausgewachsen, weil es wird immer für jeden Art von Gamer gibt's extrem viele Varianten hier zu spielen. Und das ist auch ein, das Spiel ist nicht einfach nur abbauen und hinsetzen. Es hat einen kompetitiven Aspekt, also einen Aspekt, dass man sehr, ja, wie soll ich sagen, dass man das Spiel so spielen kann, dass es wirklich spannend wird und schwer wird. Es gibt immer verschiedene schwere Aufgaben, die man hier bewältigen kann. Es ist ein unendliches Spiel mit unendlichen Welten und das Spiel ist so groß, wie groß deine Kreativität ist oder wie hartnäckig du bist, verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Und ja, wie gesagt, für jede Art von Gamer gibt es hier gibt es Parkour, hier gibt es ein Kampfsystem, in das man sich reinfuchsen kann, was auch nicht wirklich simpel ist, was nicht einfach laufen und draufschlagen ist. Jeder, der sich ein bisschen mehr mit Minecraft PvP auseinandergesetzt hat, weiß, dass Minecraft-Kämpfen sehr viel mehr ist als einfach nur geradeaus laufen und schlagen. Auch Parkour ist hier so unglaublich riesig. Ja, Parkour ist ein riesengroßer Part des Spiels. Und ja, da finde ich es halt schade, dass da sehr oft gesagt wird, dass Minecraft ein Kinderspiel ist. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt. Ob ihr glaubt, dass Minecraft irgendwann komplett aussterben wird oder ob ihr genauso wie ich denkt und sagt, nee, Minecraft wird nicht sterben, wird so langsam aufhören. Und warum glaubt ihr, was sind die Gründe dafür, dass immer weniger Leute dann Minecraft auch spielen werden? Meiner Meinung nach ist es einfach so, ich glaube, dass immer genug Leute Minecraft spielen werden, dass man auch immer gut daran Spaß haben kann. Ich meine, es gibt auch viele andere Spiele, die extrem lang überlebt haben und die auch heute noch gut gespielt werden. Am allerbesten, am allercoolsten wäre es, hätte ich jetzt irgend so ein Beispiel an der Hand, weil ich so super hervorzaubern kann, aber da fallen euch vielleicht gute Beispiele ein, denn um ehrlich zu sein, ist Minecraft so das Spiel, was ich so in meiner Gaming-Zeit am allermeisten gespielt habe. Also ich kann einfach nur sagen, dass zum Beispiel ältere Pokémon-Spiele immer noch gespielt werden. Aber das ist vielleicht ein nicht so pralles Beispiel. Also, naja, Minecraft ist einfach ein riesengroßes, faszinierendes Spiel. Und ich glaube nicht, dass das allzu schnell aussterben wird und dass das noch eine sehr schöne, lange Zeit haben wird. So. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.